I'm very happy to find the profession I like. Because I know many people who are in the wrong profession, you know, like a taxi driver should be baking a bread, and the bread maker should be an artist, and so on. My style, but pop art, no. We have a group in Paris called Figuration Narrative, Narrative Figuration. We are all from different countries. We live in Paris. Since the 60s, we started to work at the same time as the American pop started. Now, the difference now, pop, three letters. Huh? So it takes 3 minutes to look at a pop painting. It's a hand, it's orange, it's a face. One person, there's nothing happening around. Now, Figuration Narrative is 17 letters. So if you look 17 minutes on a Figuration Narrative painting, then you see it well. Ero ist aber auch, und das ist ein Aspekt, der oft vergessen wird, ein Maler eigentlich in einem ganz traditionellen Sinne, der sich also immer auch auf die klassische Tradition der europäischen Malerei berufen hat. I always work in a serie. This is escape serie. They have taken many years. Er fertigt zuerst Collagen an und überträgt diese anschließend in die Malerei, auf die Leinwand. I had to test almost everything I bought in the supermarket, and sometimes the test was not very good. And in the end became a big collage, the same size as the painting. Ero hat früh erkannt, dass die Ästhetik der Medienwelt und die Konsumgüterindustrie unser Bild vom 20. Jahrhundert ganz grundlegend prägen werden. Und das hat er ironisch, subversiv, kritisch, aber immer mit einer Überfülle und einer Akkumulation von Dingen an uns kommuniziert. We went almost every night to see a monster movie, and that probably inspired me to change all these nice people into half monsters. Huh? Wir wollten unbedingt diese bis dato noch nie zusammenhängend gesehene Werkserie aus den 60er Jahren der Öffentlichkeit präsentieren. Und das war der Ausgangspunkt dieser Ausstellung, diese großartige Werkserie, die damals Ende der 60er nur einmal in einer Galerie zu sehen war. Keiner wollte das kaufen. Seither ist es bei Ero im Atelier wieder verschwunden. Und so wird hier jetzt seine späte, aber sehr verdiente Premiere feiern. Diese Bilder, diese großen Bilder, gehören überhaupt zum Besten, was Ero je gemacht hat. Und insofern ist diese Ausstellung ein Hammer. Ich bin ja seit langem ein großer Fan von Ero. Ero ist auch ein guter Freund von mir. Es ist so, dass er auch von einer Insel kommt und dort auch aufgewachsen ist in den 40er Jahren. Einer Insel, auf der es nichts gibt. Und wo die Fantasie der Herrscher der Gedanken ist. Ero wurde 1932 in Ólafsvík auf Island geboren. Er hat dann auch in Island studiert, ist dann nach Oslo gegangen, wo er weiter studiert hat und hat sich dann nach mehreren Studienreisen in verschiedene europäische Länder für längere Zeit in Italien erst niedergelassen. Dort hat er auch die alten Meister studiert, die Technik der Freskomalerei erlernt. Er hat sogar eine Ausbildung an einer Mosaikschule in Ravenna absolviert. Und er ist dann Ende der 1950er Jahre nach Paris gegangen, hat sich dort also installiert und lebt bis heute in Paris. The problem with Paris is that the people are not very friendly. Also, all the studios were closed. The people are very kind of timid somehow.
if you would get into a studio, they must have mean all the paintings would be turned against the wall, you know, which was completely the contrary. When I came to New York and met all the pop group and the other artists, Rauschenberg and other people, they would open up the door immediately and show everything what they're doing about, speak about it, and then very open-minded. Er ist 1963 nach New York gereist, das erste Mal, und war dort sofort unglaublich beeindruckt. Natürlich einerseits hat er die dortige Kunstszene kennengelernt, aber er hat dort natürlich ist auch auf eine Bildwelt gestoßen, die natürlich ungleich bunter, beeindruckender war als Anfang der 60er Jahre noch in Europa. Ero hat in einer relativ beschränkten Phase in den 1960er Jahren auch eine ganze Reihe von Filmen realisiert. We never thought we would make it to Hollywood, but we were all making experimental movies, you know. I'm very happy to leave something behind me so people remember this crazy time we are living in now, you know.